Ihr Lieben, wir nähern uns dem Ende unseres zweiten Carcinosinum-Tages und ich danke erstmal Mamadou für seine unbeschreiblich tollen Leitsymptome. Das ist ja immer schon ein großes Erlebnis, wenn uns Mamadou diese Arbeit schenkt. Und er wird auch heute Nachmittag die PDF mit allen Leitsymptomen auf meine Seite stellen, dass ihr euch diese wirklich grandiosen Leitsymptomsammlungen wirklich einzigartig dann nochmal alle in Ruhe zu Gemüte führen könnt. Ich möchte ein paar abschließende Worte sagen zu Carcinosinum und möchte dann mit euch eine carcinosinische Heiltrance machen, Mikro-Coaching orientiert für den epigenetischen Raum, über den uns heute Mamadou ganz viel erzählt hat, wie prägend der ist, wie schöpferisch der ist, dass Schöpfung eigentlich im epigenetischen Raum stattfindet und dass wir das ja, wie wir das ja auch aus den Mikro-Coachings von Dr. Schamfuß kennen, die Information, die wir im Grunde durch die Mikro-Coachings und durch die Heilreisen in das System hineingehen, eigentlich direkt in diesen epigenetischen Raum geht. Ja, als erstes ein paar abschließende Bemerkungen zu Carcinosinum. Wenn ich Carcinosinum zusammenfasse, dann ist Carcinosinum Unterdrückung, 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 Ichlosigkeit, 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 Missbrauch, 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 Verbot, Bedürfnisse zu zeigen, Verbot, Wut zu zeigen, Verbot, Kritik zu zeigen, Verbot zu leben, Verbot zu schreien, Verbot zu küssen, Verbot, lebendig zu sein. Wage nicht, lebendig zu sein, ist so der Hauptsatz im Carcinosinum-Thema, den wir wirklich löschen müssen, den wir wirklich tilgen müssen, damit die Lebendigkeit auch nur einen Hauch von Chance hat. Also man könnte sagen, Carcinosinum ist das Heilmittel für genetische Unterdrückung, die aber durch den heilenden und schöpferischen epigenetischen Raum, so verheerend die genetische Information auch ist, in jedem Fall geheilt werden kann und in jedem Fall verwandelt werden kann. Und ob Mikrocoaching oder Homöopathie oder auch Schamanismus, wir wirken in diesem epigenetischen Raum, wir wirken in diesem Raum, der unsere Gene umgibt und der letztendlich bestimmt, wie unsere Wirklichkeit aussieht. Könntest du den Lipton mal nochmal auf meiner Seite posten? Aber du musst in den Text Andreas reinschreiben, sonst verschwindet es irgendwo. Also einfach für meinen lieben Andreas und unseren Clan heute zum Thema Epigenetik. Wenn du dann Andreas dick machst, dann kommt der Text gleich oben, ja? Dank dir. Ja, und wenn man sich die augenblickliche Situation auf dieser Welt anguckt und wie es möglich war, diese Welt innerhalb 4 Wochen, was Freiheit angeht, was Lebendigkeit angeht, was Zärtlichkeit angeht, ich bin heute darauf hingewiesen worden, dass jeder Schüler, den ich umarme, mich 5.000 Euro kostet. Wie alle Schüler, die sich gegenseitig umarmen, die Samuel-Hahnemann-Schule 500 Euro kostet. Und wenn ich mir vorstelle, wie viel ich vor 4 Wochen noch gestreichelt habe, geküsst habe, geliebt habe und nicht nur meine Partnerin, sondern die Welt an sich. Ich habe vor 4 Wochen, vor 5 Wochen jede Woche Hunderte von Menschen umarmt, Hunderte von Menschen gestreichelt, habe Tausende von Menschen ermuntert, sich zu umarmen und zu streicheln. Ja, dann muss ich einfach sagen, dass ich mein Lebenswerk, ob privat oder auch didaktisch, lehrerlich, bis hin ins Heilerische eigentlich jetzt zertreten auf der Erde liegen sehe. In 4 Wochen. Ich glaube, das war die schnellste Revolution im negativsten Sinne, die auf diesem Planeten jemals stattgefunden hat. Und die Bibel dieser
Revolution des arimanischen Ungeistes war das Bundesseuchengesetz. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass die Berufsgruppe der Virologen mehr mit dieser Welt macht, wie alle, Luthers, Christusse, Freuds und wen man noch alles nennen könnte in tausenden von Jahren. In 4 Wochen hat der Berufsstand der Virologen und in Deutschland mit ihrer Bibel das Bundesseuchengesetz erstmal rein phänomenologisch mein Lebenswerk privat und beruflich durch den Schredder geschickt. Und das ist, glaube ich, nur deshalb möglich gewesen, weil diese Welt, und ich nehme jetzt mal Deutschland raus, sich im Zustand einer miasmatisch-karzinosinen Fixierung befindet. Mit einem tuberkulinischen Volk hätte das nicht funktioniert. Hätte es nicht funktioniert. Mit einem medorinischen Volk hätte es auch nicht funktioniert. Ein luetisches Volk hätte wahrscheinlich zu 50% Harakiri gemacht, bevor sie sich nicht angefasst hätten. Aber ein Volk, was im Zustand der karzinogenen Erstarrung lebt, was die Tendenz hat, in diese Erstarrung, in diese Antizärtlichkeit, in diese Antiberührbarkeit, in diese Antitreue, in diese Antiextase zu gehen. Mit einem solchen Volk ist es möglich. Also es war nicht der Virus, der uns hier alle geschreddert hat. Es war das Milieu der Karzinose, die diese verheerende Wirkung dieses Virus, und damit meine ich gar nicht seine medizinische, die ist ja überhaupt nicht verheerend. Wir haben ja immer noch wenig Tote im Verhältnis zur Grippe vor 2 Jahren. Ja, da hatten wir 25, jetzt haben wir 6. Also hallo, was wollt ihr denn alle? Ist ja nichtig. Und warum das in Amerika und in Frankreich und in Bergamo anders aussieht, da gibt es ja inzwischen auch schon eine Menge Erklärungen für. Aber dass wir eigentlich ohne zu widersprechen, ohne aufzustehen, uns verbieten lassen, uns zu berühren, das immunologisch Kompetenteste zu tun, was man tun kann, dass wir es zulassen, dass der Dämon unsere Beziehung zerstört, wo wir in jeder Liebesbegegnung die immunologische Aura dieses Planeten gestärkt haben, wo wir mit jedem Kuss, den wir geküsst haben, mit jeder Ekstase, die wir erlebt haben, man könnte sagen, den epigenetischen Raum des Planeten durchheilt haben, dass das passiert ist, liegt daran, dass diese Gesellschaft generell in einem tiefen, karzinogenen, miasmatischen Krankheitszustand war. Sonst wäre es nicht passiert. Das kannst du mit einer Gesellschaft nicht tun, die eine medorinische Fixation hat, eine tuberkuline Fixation. Selbst mit einer Gesellschaft, die eine psorische Fixation hat, kriegst du das nicht so total hin. Nur eine Gesellschaft, die wirklich durchseucht ist mit dem Miasma der Karzinose, lässt so etwas mit sich machen. Mangel an Widerspruch, Mangel an einem Recht, Widerstand zu leisten. Das ist das Leitsymptom der Karzinose und ihrem Hauptheilmittel des Karzinosins. Und darum, denke ich, wird Karzinosinum individuell in der Praxis, aber auch kollektiv das Mittel sein für die nächsten 50 Jahre, was wir immer wieder geben müssen, immer wieder achtsam nach den Hinweisen auf die Karzinose suchen müssen, um diese Wunde, die dieser Virus anhand unserer Fixation auf der miasmatischen Ebene schlagen konnte, halbwegs auszuheilen, halbwegs wieder zu desensibilisieren.
diese Gesellschaft ist in diesen letzten 4 Wochen zutiefst karzinogenisch traumatisiert worden. Und darum werden Mittel in der nächsten Zeit wie Staphysagria, wie Carcinosinum, wie Bovista, das Mittel für die totale Ich-Auslöschung, ganz, ganz wichtig sein, um uns halbwegs wieder energetisch, ergonomisch, sexual, ökonomisch auf den Standard zu bringen, wie wir mal waren. Und wir waren ja noch auf keinem guten Standard, aber wir waren ja schon mal auf einem Standard, auf den wir uns in 40 Jahren umgesetzter Wilhelm Reich Weisheit hinaufgearbeitet, hinaufgekämpft haben. Der Krebs wird, glaube ich, in den nächsten Jahren eine unbeschreibliche Explosion erleben, weil diese Unterdrückung, die wir erlebt haben und die wir uns haben gefallen lassen, wird auf eine Art und Weise immunschädigend sein, wie wir uns es noch gar nicht vorstellen können. Ich habe heute einen erschreckenden Beitrag gelesen, nicht in irgendeiner Alternativzeitung und nicht in irgendeiner Zeitung der Verschwörungstheoretiker, was immer das auch ist, sondern in einer ganz seriösen bürgerlichen Zeitung, dass es eine neue Symptomatik gibt, die Corona-bedingten Suizide. Also es bringen sich jetzt ganz viele Menschen um, jetzt gar nicht aus Angst, finanziell abzustürzen, Aurum, sondern aus einer tiefen Angst, das zu kriegen. Und die Statistiken, die uns ja sonst in der letzten Zeit ziemlich verarscht haben, werden das irgendwann mal sehr deutlich machen, dass die Kollateralschäden anhand der Karzinose, die Virusschäden, die Todesfälle anhand dieses Virus, wobei auch da gibt es ja jetzt ganz, ganz viele neue Untersuchungen, dass die ganz oft durch Klinikkeime bedingt waren, durch falsche Beatmung bedingt waren, durch dieses eine Medikament, was der Trump jetzt seiner Gesamtbevölkerung geben will. Wie heißt denn das? Hydroxychloroquin. Und wo man angeblich, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber ich fand diese Idee sehr spannend, herausgefunden hat, dass besonders Menschen mit einem ethnisch-afrikanischen Hintergrund irgendeine Enzymbesonderheit haben. Und wenn ich einem Isländer aus Reykjavik dieses Medikament gebe, dann könnte es ihm vielleicht, soweit solche Medikamente überhaupt helfen. Aber wenn ich jemand gebe mit dieser ethnischen Komponente und mit der ethnisch bedingten Enzymbesonderheit, ich sage noch nicht mal Schwäche, bewirkt es genau das Gegenteil. Diese Forscher, und ich muss hier nochmal behaupten, ich bin kein Wissenschaftler, aber das hörte sich für mich erstmal von meinem Gefühl sehr seriös an, behaupten, dass Leute, die dieses Medikament kriegen, um ein Vielfaches schneller in diese hochgefährlichen und dann oft in den Tod abgleitenden Zustände kommen, wie Leute, die man einfach fiebern lässt. Ist auch interessant, Carcinosinum hat ja oft überhaupt keine Fieber mehr. Und es gab mal einen alten Naturheilkundler, der hat gesagt, gebt mir eine Möglichkeit, Fieber zu machen und ich heile alle Krankheiten. Es gab mal jemand anders, der gesagt hat, macht euren Körper basisch und ihr heilt alle Krankheiten. Wir wissen, dass Massentierhaltung, Fleischfresserei, Kaffeetrinkerei den Körper alles andere wie basisch machen. Also genau das Gegenteil machen. Und ich empfehle euch nochmal alle Videos meines Krisenheldens Rüdiger Dahlke. Also guckt sie euch alle an. Der Mann hat mich teilweise manchen Tag vorm Harakiri bewahrt,
wo ich wirklich am Aufgeben war, auch wegen meiner inneren Corona-Krise, wo ich wirklich dachte, ich schaff das nicht, ich bin zu alt und schwach für diesen Kampf, besonders auch durch meine private Situation. Ich halte es einfach nicht mehr aus und dann habe ich kurz wieder einen Link gesehen zu Dahlke, habe mir wieder den angehört und der Rüdiger hat mich einfach wieder mit Mut aufgefühlt und gerade zu diesem Thema basisch. Der Rüdiger hat gesagt, dass man nach dem Krieg erlebt hat, ich glaube Bircher Benner war es, der große Fastenpapst, dass der seine Klinik für Soldaten mit spanischer Grippe eröffnet hat und da haben die halt eine vegetarische Frischkosternährung gekriegt und dem ist keiner gestorben. Leute, die sich vegetarisch ernährt haben, hat der Dahlke auch nochmal was über Dänemark erzählt, wegen von Ernährungsengpässen nach dem Krieg mussten die Dänen einfach ganz wenig Fleisch essen, waren wie Zwangsvegetarier und angeblich war Dänemark das Land, was die spanische Grippe am besten überstanden hat. Also wenn wir zwei Dinge zusammennehmen, den Faktor der Base und den Faktor des Mutes, des Widerspruchs und des Fiebers, dann hätten wir wahrscheinlich nicht 0,5% der Probleme in unserem Land mit dieser Krise, die wir gerade haben. Und es sollte uns eigentlich ein großer Hinweis sein, dass alles, was mit Widerstand zu tun hat, selbst wenn der Widerstand vielleicht verrückt ist und undifferenziert und unwissenschaftlich, aber an sich dadurch, dass er ist, ein Zeichen dafür ist, dass sich die Karzinose bewegt, dass es Kräfte gibt, die gegen diese Karzinose wirken. Also Hannah Arendt hat mal so einen schönen Satz gesagt, ich habe den leider nicht im Kopf, mit diesem Gehorsam oder diesem Widerstand. Kein Mensch hat es recht zu gehorchen. Genau, das, vielen, vielen Dank, Hanne, vielen, vielen Dank, Hanne. Die alten Wikinger, ich sag's ja, ihr wart ewig unterdrückbar. Siehst ja aus wie eine Wikingerin, könntest bei Viking mitspielen. Könntest bei Viking mitspielen. Ja, sag nochmal den Satz, Hanne. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Wenn wir diesen Satz in unseren epigenetischen Raum hineinschreien, kriegt kein Mensch Krebs, kriegt kein Mensch Corona, kriegt kein Mensch Depression. Das Hauptproblem der Karzinose ist das fehlende Recht zum Widerstand. Das fehlende Recht zum Nein. Ich habe heute Morgen so ein ganz tolles Posting gelesen zu Lucky. Nein ist ein vollständiger Satz. Nein ist ein vollständiger Satz. Nein. Nein ist ein vollständiger Satz und ich muss dieses Nein auch nicht erklären. Ich möchte diese Lebenssituation nicht mehr. Nein. Ja, aber ein bisschen differenzierter. Nein! Nein! Und da bin ich so stolz drauf. Ich bin ja auf ein paar Sachen stolz, aber ich bin ganz stolz. Ich bin auch auf viele Sachen überhaupt nicht stolz und total beschämt und fühle mich wie der absolute Versager. Und es hat aber auch mit einem mangelnden Nein. Ich möchte nicht, dass du so und so mit dem und dem umgehst. Nein, das hätte ich 1000 Mal in meinem Leben sagen müssen, habe ich auch nicht gemacht. Aber es gibt so eine ganz schöne Geschichte. Es gibt ein einziges Volk auf dieser Welt, was einen Feiertag hat, der heißt Nein-Feiertag, aber auf Griechisch. Und es entstand so, dass der Mussolini diesem kleinen und armen Griechenland gesagt hat, wenn ihr keinen Ärger mit mir haben wollt, lasst ihr jetzt meine Truppen rein in jede griechische Stadt. Muss eine Garnison hin aus Italienern, ihr müsst die Engländer rausschmeißen und ihr müsst den Achsenmächten positiv gegenüberstehen. Und da hat der damalige griechische Diktator, schwierige Person, aber da war er einfach heldenhaft, einfach zurückgeschrieben, nein, vollständiger Satz,
Ich finde das so toll. Das ist wirklich zusammen mit dem Hannah-Arendt-Satz ein Heilsatz. Nein, und darum bin ich so stolz, dass hier an der Samuel-Hahnemann-Schule ein Dogma herrscht. Das ist das Einzige, glaube ich. Dass wir eine Pflicht haben, wirklich eine Pflicht, zu einem unkommentierten Nein, wenn Nein ist. Und meine wunderbare Gestalttherapeutin und langjährige Supervisorin Anna Bittmann hat mal gesagt, ein klares Nein zum Anderen ist immer ein klares Ja zu mir. Ich habe so oft nicht Ja zu mir gesagt, weil ich nicht den Mut hatte und das Gefühl des Nichtrechts hatte, zu einem anderen Nein zu sagen. Dieses Wort bis hierher und nicht weiter ist eines der wichtigsten Worte, die es gibt. Und es ist wirklich eine Übung für den Karzinosin-Mensch, dass der sich immer wieder hinstellt, sich die vorstellt, die seine Grenzen niederlatschen, sich die vorstellt, die ihn manipulieren, sich die vorstellt, die ihm nicht gut tun. Und die Hände nimmt, die Hände so nach vorne schiebt, fast wie mit einer Qigong-Übung, und den vor ihm stehenden, imaginativ Anwesenden einfach sagt, bis hierher und nicht weiter. Und darum sage ich mal zu diesem arimanischen Corona-Dämon ins Feld mit Karzinosinum optimale, unverleugnete Potenz imprägniert, bis hierher und nicht weiter. Eines der Slogans, die ich in den letzten 4 Wochen am meisten gepostet habe, war No, passe ran. Sie kommen nicht durch. Aber um No, passe ran zu sagen, Sie kommen nicht durch, muss ich ein Recht in mir fühlen, es zu sagen. Und wenn ich das Recht in mir nicht fühle, tja, dann lasse ich all die Dinge mit mir machen, die Sie gerade hier mit uns machen. Ja, ich möchte jetzt mit euch eine Heilreise machen. Eine Heilreise, Mikrocoaching orientiert in den epigenetischen Schöpfungsraum. Und ich möchte diese Heilreise machen, anlehnend an ein Medizinsystem, ein onkologisches Heilsystem eines großen amerikanischen Forschers und Arztes, eines Dr. Simonton. Der hat angefangen, mit seinen Krebspatienten regelmäßige Heilreisen zu machen, wo er sie aufgefordert hat, zu imaginieren, dass es in ihnen, ist ein bisschen militärisch, aber da stehe ich ja drauf, ganze Armeen von Ameisen gibt, ganze Armeen von Mikroben gibt, ganze Armeen von kleinen Zwergen gibt. Nano-Samurai, Nano ist klein, wa? Nano-Samurais, die ganz gezielt in Schlachtordnung auf diesen Tumor zugeführt wurden und diesen Tumor wirklich vernichtet haben. Da ging es nicht um Make Love, Not War. Es war schon ziemlich militaristisch, aber von großem Erfolg gesegnet. Und auch das ist ja ein großes Dilemma von Karzinosinum. Wir dachten immer, alle Hippies sind so tuberkulinisch und Make Love Not War ist einfach tuberkulinisch. Nee, da ist auch ganz viel Karzinosinisches drin, weil völlig gewaltfrei sein, immer nur alles lieben und selbst den größten Verräter lieben und am besten noch, ich habe dich ja nur delegiert und danke, dass du mich verraten hast, danke, dass du mir alles weggenommen hast, danke, danke, danke und noch 100.000 Euro Schein rauf, weil es tut ja meinem Leben so gut und lässt mich wunderbare Erfahrungen machen. Eine solche Haltung ist typisch für Karzinosinum. Er ideologisiert psychologisch und esoterisch seinen Mangel an Fähigkeit, Nein zu sagen. Und das ist gefährlich. Und das habe ich schon vor 25 Jahren geträumt. Freiheit heißt, dass alles möglich ist. Der multiple, gewaltfreie Dauerorgasmus, aber auch von Olli gelernt, Kalaschnikow zusammenbauen, laden und schießen.
Ein Psychotherapeut hat mal zu mir gesagt, und damals war ich gerade ganz entsetzt, weil ich war auf totaler Gewaltfreiheit damals aus. Ganz Gewaltfreiheit. Nicht mal heftige Beckenvorwärtsbewegungen habe ich mir erlaubt, weil es ist ja auch schon gewalttätig. Und der hat mal gesagt, wer nicht in der Lage ist zu töten, ist nicht in der Lage zu lieben. Das heißt nicht, dass wir immer unsere bösen Widersacher gleich killen sollen. Aber wenn jemand so eine Gewalthemmung hat, und ich weiß aus Kriegszeiten, wo ich mich viel mit beschäftigt habe, dass es das Schlimmste war für einen Mann, wenn er nicht in der Lage war, seine Töchter und seine Frau gegen Schändung zu behüten. Weil er in eine solche Schockstarre ging, dass man ihn nicht mal fesseln musste, als man seine Töchter und seine Frau vergewaltigt hat. Und solche Männer waren ihr Leben lang zerbrochen, haben meistens ganz schnell Suizid gemacht, weil sie den Schmerz nicht ausgehalten hat. Und darum ist ja Vergewaltigung in Kriegszeiten so ein probates Mittel. Man vergewaltigt nicht, weil die ihre Hormone nicht runterkriegen. Da gibt es andere Möglichkeiten. Man vergewaltigt, um genau dem Gegner zu zeigen, du bist nicht in der Lage, dein Liebstes zu schützen. Und das kenne ich. Das kenne ich so gut, dass ich mich als totaler Versager fühle, weil ich nicht in der Lage bin, das Liebste zu schützen. Aus Konfliktscheuheit, aus falsch verstandener Gewaltfreiheit, aus falsch verstandenem Hippietum. Wenn alles möglich ist, dann kann ich ganz in diese Christusenergie gehen. Du schlägst mich und ich halte dir die Linke hin. Wenn ich das aus einer großen Freiheit mache, dann ist es ja alles in Ordnung. Wenn ich aber diesen Christus in mir imitiere, weil ich, ja, ich sag mal, kein Sniper sein darf, weil mir das verboten ist, dann bin ich krank, dann bin ich nicht gesund. Also der freie Mensch, der aus seiner Karzinose herausgetreten ist, der kann beides. Der kann, wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand seine Frau und seine Kinder verteidigen und für das Recht seiner Frau und für das Recht seiner Kinder einstehen. Der kann aber auch, wenn die Situation dementsprechend gediehen ist, dem größten Feind ein Frieden heißt, es darf gewesen sein, anbieten. Aber es muss beides möglich sein. Und wenn nicht beides möglich ist, wenn ich nur friedlich bin, dann tritt der alte Feministensatz ein, die Guten kommen in den Himmel ganz schnell und die Bösen kommen überall hin. Also der chronisch Gute, der zwanghafte Gute, dem das Nein verboten ist, dem der Ungehorsam verboten ist, der kriegt in letzter Konsequenz seinen Krebs. Ja, ich möchte euch jetzt einladen, nehmt eine bequeme Haltung ein. Mich auf dieser kleinen Heilreise zu begleiten. Mikro-Coaching-orientierte Heilreise zur Imprägnation des epigenetischen Raums mit den Qualitäten des Ungehorsams, des unkommentierten Neins und des heiligen Zorns und der Fähigkeit, den Verräter zu eliminieren, aus dem epigenetischen Raum zu entfernen, wohin auch immer. Heiliger Zorn, heiliger Ungehorsam, heiliges, lebensspendendes Nein, hey, 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 nein, 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 heiliges Nein, heiliges Nein, heiliges Nein. Sag Nein, heißt ein Lied, was Konstantin Wecker immer so wunderbar sagt. Und jetzt stellt euch vor,
Es gäbe in euch irgendwo noch versteckt eine Ansammlung von Krebszellen oder von anderen Krankheitssymptomen, die etwas zu tun haben mit verbotenem Nein, mit verbotener Lust, mit verbotenem Ungehorsam. Stellt euch das vor. Und dann stellt euch vor, es gibt eine Armee in euch, eine Befreiungsarmee. Und da könnt ihr wählen. Was immer gut kommt, sind Ameisen. Einer meiner Lieblingshelden war Achilles. Und seine Elitetruppe, das waren die Myrmidonas, die Ameisen. Und wer den wunderbaren Film kennt, Troja, da erlebt man diese Myrmidonas, wie sie die Trojaner jagen. Aber es können auch Gottesanbeterinnen sein. Es können kleine Wüstenspringmäuse sein. Kleine Samurais im Nanoformat. Kleine Hellboys, kleine Logans. Sie müssen nur durch einen venösen Zugang passen. Und dann stellt euch vor, ob bei Mikrocoaching, bei der Heilreise oder durch eine magische Infusion. Ihr kriegt in euren epigenetischen Raum eine unwahrscheinlich starke Armee dieser Antikrebs-Soldatinnen in euren epigenetischen Raum. Hey, hey, meine Myrmidonas, hey, hey, meine Gottesanbeterinnen, hey, hey, meine Wüstenspringmäuse, hey, hey, meine Logans, hey, hey, meine Hulks, hey, hey, meine Jeanne d'Arcs, hey, hey, meine Lisbeth Salanders. Reiht euch einen meiner antitumorösen Sondereingreifkommandos. Hey, 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 hey. Mein onkologisches SEK. Hey, 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 hey. Meine antitumorösen Navy Seals. Hey, 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 hey. Und dann stellt euch vor, wie diese Armee der Lebendigen, diese Armee der Wollust, diese Armee der Treue, diese Armee der Liebe, diese Armee der Lebendigkeit, diese antipestilenten Eingreiftruppen in eurem epigenetischen Raum Stellung beziehen und diesen Gegner umkreisen, den es in euch gibt, wo auch immer. Der Simonton hat sich das wirklich so ausgedacht, dass der Leute sich richtig hat vorstellen lassen, wie diese Armee um ihren Lebertumor herum aufgestellt wird. Ihre orangen Banner der Lebendigkeit im Winde flattern. Ihre Krafttiere, die Nanodrachen, die Nanoeber, die Nanohyänen. Nano-Wolverines an ihrer Seite, hey, 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 wie im schönsten Narnia-Film, die Nano-Löwen, die Nano-Zentauren. Und dann stellt euch vor, wie eure Armee mit großem Mut und großer Beharrlichkeit und höchster Kampfeskompetenz gegen diesen Tumor vorgeht, hey, hey, hey. Euch, wenn ihr jetzt jeder auf seine Art und Weise und jeder ganz individuell imaginiert eure Armee in den Kampf
führt. Gegen den Tumor, der heute ausnahmsweise mal nicht weggeliebt wird. Ja, wenn ihr das tut, möchte ich euch dreimal mein höchstes Heillied singen, was in seiner deutschen Übersetzung tatsächlich eine Anrufung an Gott ist. Er möge uns vor solchen Zügen beschützen. Und ich spreche als erstes meinen Entsetzungssegen, den ich von Rabbi Salman Shalomi Schachter erhalten habe, als ich sein Schüler wurde. Und er zu mir sagte: Jingelchen, die Rettung der Welt ist nur noch eine alchemistische. Und die Homöopathie ist die Alchemie unserer heutigen Zeit. Hey, hey, Carcinosinum, Staphysagria, Bruta, Arsen, in den optimalsten, verleugnungsfreisten Potenzen, in das epigenetische Feld aller Zuhörer eingeflossen. Hey, hey, hey. Ja, und während ich dieses Lied singe, macht eurem Krebs, macht euren Präkanzerosen, macht euren Myomen, macht euren anderen Krebsvorstadien, euren PAP 3 bis 4 einfach den Gar aus. Baruch, Baruch, Baruch.
Sinusinum-Heilreise, Mikrocoaching orientiert in den epigenetischen Schöpfungsraum. Zu 100% erfolgreich, zu 100% unverleugnet, zu 100% gezündet, vibriert, manifestiert, heiligst erwählt, Y, Y manifestiert, Y, Y, Y korrigiere. Und stellt euch vor, ihr blickt auf dieses Schlachtfeld. Und da, wo der Tumor ist, war, ist jetzt nur gesundes, leuchtendes, strahlendes Gewebe. Ein epigenetischer Raum, durchflutet mit Biophotonen, durchflutet mit der heiligen Kraft des Johanniskrautes, des Kurkumins, der Gelbwurz, der Pflanze mit den meisten Biophotonen in meiner Krebsarbeit, ein unverzichtbares Mittel. Durchflutet mit der Wasserlinse, unser wichtigstes Krebsmittel oder Vorbeugungskrebsmittel von der heiligen Hildegard von Bingen. Und stellt euch vor, Teile eurer Armee haben große Bottiche mit Veilchensalbe bei sich und reiben diese Stelle, wo gerade der Tumor entfernt wurde, jetzt ganz dick mit Veilchensalbe ein. Hey, hey, der Tumor ist geheilt. Unsere Armee des Lichts war siegreich, so wie sie hoffentlich auch gegen die Dämonen des Corona-Wahns siegreich sein werden. Hey, hey, die Karzinose ist geheilt, zu 100% geheilt, Y, Y korrigiere. Und ins Feld aller Zuhörenden noch einmal ganz speziell Karzinosinum, Karzinosinum, optimale, unverleugnete Potenz, ins Feld aller der Zuhörenden. Heiliges Nein, heiliger Zorn, heiliger Ungehorsam. Mögen alle Menschen in das Gewahrsein hineingehen, dass Ungehorsam, Nein und heiliger Zorn ihre oberste Menschenpflicht ist und unverzichtbar sind zum Schutz für das autonome, pulsierende, sich selbst regulierende Sein. Aho. Ich möchte zum Abschluss noch eine kleine Geschichte erzählen, die mit dieser Simonton-Therapie zu tun hat. Ich habe von einer Patientin gehört aus Amerika, die kam zu mir wegen irgendwelcher Beschwerden und die hatte vor 15 Jahren einen Leberkrebs, der war so groß, dass er nicht mehr operiert werden konnte. Hatte Chemotherapie gekriegt, die sie so geschwächt hatte, dass sie fast an den Folgen der Chemo gestorben ist. Monoklonale Antikörper gab es, glaube ich, damals noch nicht. Also sie war austherapiert, austherapiert. Und man sagte ihr, sie haben noch 14 Tage, denn ist vorbei, gehen sie in die ewigen Jachtgründe. Und sie hatte sich eigentlich schon damit abgefunden. Hatte eigentlich schon den großen Abschluss gemacht. Und dann kam eine Freundin und sagte, du, jetzt mal nicht so schnell gestorben, ich kenne da einen Schaman. Bestell dir den doch mal in die Klinik. Und dann kam der Schamane durch die Hintertür heimlich in die Klinik. Und der sagte, ja, wir gucken mal, also geht nicht, gibt es bei ihm gar nicht. Für geht nicht hat er ein klares Nein. Und dann machte der mit ihr eine Reise. Und dann entdeckte der für sie ein Krafttier, wovon er fest überzeugt war, dass das den Krebs heilt. Die Gottesanbeterin. Ich kannte mal eine Frau, die während der Liebe nicht die Morrigan und nicht den Drachen, sondern eine Gottesanbeterin invozierte. Das war nicht unbedingt lustig, aber geil. Und dieser Patient bekam dann von dem Schaman den Auftrag, jeden Tag mehrere Stunden sich mit dieser Gottesanbeterin zu verbinden und sich zu imaginieren, dass diese Gottesanbeterin zu ihrer Leber ging
Und die hat doch diese unbeschreiblichen Scheren da vorne. Ja, ist ja unbeschreiblich. Sieht ja aus wie Aliens Großmutter. Und dann sollte er sich vorstellen, er sollte sich sehr genau imaginieren, er sollte sich die Geräusche imaginieren, die entstehen, wenn die Gottesanbeterin in das Fleisch schnitt. Er sollte sich alles total vorstellen, wie diese Gottesanbeterin Scheibchen für Scheibchen und Tag für Tag diesen Tumor aus seiner Leber herausschälte. Und der Schamane war wohl ein sehr charismatischer Mensch und der machte dem Klienten ganz viel Hoffnung und ganz viel Glauben daran, was ja unverzichtbar ist, um so eine Arbeiten zu machen. Ja, und dann legte der Klient los, jeden Tag. Teilweise 3-4 Stunden, immer nur vorstellen, Gottesanbeterin, packte sich dann ganz viele Bilder von Gottesanbeterinnen um sich herum. Ja, und dann passierte etwas völlig Irres. Die wunderten sich alle, dass der nicht stirbt. War ihnen Rätsel. Und irgendwann machte dann irgendjemand nochmal ein CT, wobei sie wollten gar keins mehr machen, weil es ja sinnlos. Und dann sahen sie, dass der Tumor im CT um 2/3 verschwunden war. Und was haben sie natürlich gesagt? Das letzte CT muss scheiße gewesen sein. Das machen sie ja ganz gerne. Ich weiß gar nicht, ob dein Mann überhaupt sagen könnte, dass sowas möglich ist. Ob man so ein scheiß CT machen könnte, dass du so einen Tumor hast. Und ey Mann, wie soll denn, also so kacke kann doch ein CT gar nicht sein, ja? Und dann sagten sie, ja, sie wissen auch nicht, wovon es kommt. Vielleicht hätte die letzte Chemo doch noch gewirkt. Wobei die letzte Chemo hatte den Patienten oder die Patientin fast umgebracht. Und dann wurde er nach Hause entlassen. Naja, aber Sie wissen ja, dauert nicht mehr lange. Und dann machte der diese Arbeit wirklich weiter. Tag für Tag, Tag für Tag. Keine Homöopathie, nichts, kein Kurkuma, kein Wasser. Nicht nur diese Arbeit. Jeden Tag, 3-4 Stunden. Gottesanbeterin, schnipp, 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 schnipp. Ja, und Vierteljahr später ging er nochmal in die Klinik. Das musste er dann alleine bezahlen, das CT, weil die gesagt haben, die sind ja unheilbar, wir machen kein CT mehr. Und dann war das Ding weg. Es war einfach weg. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ihr schickt Armeen von Gottesanbeterinnen da rein. Ich habe mal einen Science-Fiction-Film gesehen, der war ganz lustig. Da hatten die diese Nanotechnologie so weit entwickelt, dass die so kleine Fräsen über Infusionen in das Blutsystem ein... Und diese Fräsen hatten so Mikrosensoren. Und wenn die an irgendeine arteriosklerotische Ablagerung kam, dann fing die an so... und frästen das alles. Und dann hatten die die immer in sich. Und die hatten auch so kleine Computer gesteuerte Teilchen. Also bei Logan, ich weiß gar nicht, warum Logan so schnell heilt. Der muss ja auch irgendwas in sich haben, weil Logan heilt die ja auch innerhalb von Minuten. Ja, oder Hulk heilt die ja auch innerhalb von Minuten. Aber bei denen war das wirklich so, die hatten so kleine Reparaturroboter in sich. Und wenn irgendwas passierte, Arm brach, dann kamen die ganzen Reparaturroboter. Und dann war der wieder nach 5 Minuten toll. Also fand ich eine interessante Idee. Nanomagie. Stellt euch doch einfach mal vor, wir haben jemanden, der hat eine schwere Corona-Infektion. Wahrscheinlich, weil er dieses ulkige Medikament gehabt hat und weil er falsch beatmet worden ist. Und der kommt dann noch an einen solchen Nano, wie heißen die, Nanotechniker oder wie nennt man die? Nanologen. Und dieser Nanologe sagt, ey Mann, scheiße, jetzt haben sie falsch beatmet, jetzt haben sie ihnen dieses blöde Trump-Medikament gegeben, jetzt sieht es ja ganz schlecht aus. Homöopath ist keiner da, aber ich mache ihnen jetzt mal 2 Infusionen mit Nanologens. Und dann kommen da irgendwie diese Nanologens an, marschieren in den epigenetischen Raum, haben noch ein paar Mutantenfreunde vor sich und dann sehen sie so diese kleinen Coronavirus-Dämonen. Ah! Ich will jetzt nicht sagen, nach welchen Politikern die irgendwie ausgestattet sind. Und dann stellt euch vor, dann stürzen sich diese Mini-Nanologens auf die und machen aus denen Tata. Und dann können unsere Fresszellen die ganz einfach alle.
Und dann lässt du die Nano-Logans entweder drin oder du ziehst sie wieder raus mit irgendwelchen Großmagneten und präparierst sie für die nächste Infektion. Und dann hat jeder irgendwie so 3, 4 chronische Infusionsfläschchen. Da sind die Logans drin. Für nachlassende Potenz gibt es die Mini-Any-Sprinkles. Für Erleuchtung gibt es die Mini-Sai-Babas. Und die kannst du je nach Bedarf als Infusion zuführen. Ich meine, machen wir ja jetzt schon. Wenn wir unser Krafttierwasser machen. Wir holen uns eine Gottesanbeterin, machen ein Foto von der oder gehen ins Video, holen uns ein Foto raus, schreiben ein Y rüber, stellen ein Glas Wasser rauf und trinken die Qualität der Gottesanbeterin. Oder wir nehmen links ein Glas Wasser, rechts Bild Gottesanbeterin mit Y und sagen, die Heilkraft der Gottesanbeterin von diesem Zettel auf dieses Glas Wasser zu 100% übertragen, gezündet, vibriert, manifestiert, zu 100% erfolgreich und unverleugnet. Und dann trinken wir das Wasser aus. Ja, schicken wir unsere Logans auf Virusjacht. Schicken wir unsere Gottesanbeterinnen und unsere Myrmidonas, unsere Kampf- und Heldenameisen auf Tumorjacht. Und morgen sind wir wieder christliche Hippies und halten die Rechte hin, wenn man uns auf die Linke schaut, haut. Aber nur, wenn wir wollen. Und wenn wir nicht wollen, dann sagen wir, nein, geht gar nicht. Und dann sind wir gesund. Ich grüße euch, meine Facebook-Familie. Ich grüße euch, meine wunderbaren Schüler. Hanna aus dem Wikingerland, wer ihr alle seid. Und ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag. No passeran. Sie kommen nicht durch. Heiliges Nein, heiliger Ungehorsam, heiliger Zorn. Für euch, für mich und die Erben der Zukunft.